gelobt und angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Und nun an bis in die Ewigkeit. Papst Benedikt hat einmal gesagt, die schönste Katechese über die Heilige Messe ist, wenn man sie würdig feiert, wenn man die Messe schön feiert. Und das stimmt tatsächlich, wenn es stimmt, dass durch das Beispiel und durch das Vorleben ganz viel auch zum Beispiel Kinder von ihren Eltern übernehmen. Und so ist es auch mit der Eucharistie. Oft sieht man dann so die Mesmer oder die in der Kirche arbeiten oder tätig sind, so im Altarraum herumlaufen, als ob niemand und nichts gegenwärtig wäre. Ihr versteht, was ich meine. Und da ist es doch dann so eine Hilfe, wenn man irgendwie so sieht, ah ja, er glaubt an diese Gegenwart. Das ist so ein Hinweis wieder für jemand anderen. Oder nicht bloß ein Hinweis, sondern vielmehr auch eine Hilfe für jemand anderen. Und deswegen dürfen wir heute, wenn wir so auf die Fronleichnamsprozession gehen, dürfen wir sicherlich auch anderen Menschen eine Hilfe sein, wenn wir uns beispielsweise zum Segen hinknien. Auch wenn du der Einzige bist, weil das Hinknien hat man ja sozusagen wie total vergessen. Irgendwann vor Jahren wurde das wie stillschweigend aufgehört. Und irgendwo mit diesen äußeren Zeichen, die man aufgegeben hat, ging auch der Glaube verloren. That's fact. Das ist einfach so. Und deswegen ist es so wichtig, dass man so ganz langsam wieder anfängt, so ganz still, so ganz schön wieder, nicht übertrieben, so in übertriebenen Formen oder so, sondern ganz natürlich, dass man sich einfach hinkniet. Ganz schlicht. Das kostet dann vielleicht auch etwas Überwindung oder wenn man sich hinkniet und alle stehen, wenn man sich dann sozusagen wie, ja, outet. Aber es kann jemand anderem wieder ein Hinweis sein. Es kann jemand anderem eine große Hilfe sein. Oder wenn man dann auf der Fronleichnamsprozession unterwegs ist und die ganze Zeit nur redet. Also nicht den Rosenkranz redet, sondern halt einfach alles Mögliche redet. Spricht, schwätzt. Da merkt man auch so ganz viel, ja, wie ist es? Und da können wir, sollen wir, müssen wir, da dürfen wir anderen ein Beispiel, aber auch eine Hilfe sein. Ich lade euch da dazu ein, diesen Glauben zu zeigen. Panem de coelo praestitisti eis, alleluia. Omne delectamentum in se habentem, alleluia. Oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribo equesum musitanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugita sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.